Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, danke, dass ihr noch so viele trotz des Regens ausharren. Ich werde mich aber trotzdem kurz fassen, denn es sind viele wichtige Punkte heute schon mehrfach genannt worden. Man kann sie zwar nicht oft genug sagen, aber ich will vielleicht noch ein, zwei andere Punkte mich darauf konzentrieren. Aufstockung oder schon neue Mandate beraten im Parlament.
eine Abgeordnete vorher zum Auftakt. Was derzeit in der Türkei passiert, ist unbeschreiblich. Kriegsverbrechen, die hier passieren. Ganze Familien, die in den kurdischen Dörfern abgeschlachtet werden. Wir haben uns auch vor ihrer Reise diese Woche von Angela Merkel mit einem Brief an sie gewandt. Sie soll sich einsetzen für die Menschen, die in den Kellern von Cizre und anderen Städten sitzen und um ihr Leben bangen, während die türkische Armee sie bombardiert und Scharfschützen auf alles schießen, was sich bewegt. Und was ist passiert? Wir haben keine Antwort bisher bekommen. Währenddessen wurden die Menschen, diese Zivilisten, die in den Kellern sitzen, umgebracht. Das ist in meinen Augen, was die Merkel macht, wenn sie diese Politik von Erdogan weiterhin unterstützt. Beihilfe zum Mord. Sie ist mitverantwortlich. Mitverantwortlich. Wenn sie Erdogan vor den Wahlen unterstützt hat und wenn sie ihn jetzt weiter unterstützt und wenn weiterhin Waffen, AWACS-Soldaten, Geld in diese Region fließt. Wir brauchen eine Stärkung und Unterstützung der demokratischen Kräfte in der Türkei. Und deswegen bitte ich um Solidarität mit der HDP, die in der Region für einen Friedensprozess kämpft. Heute sind Kurden und Kurdinnen in Straßburg. Wir sollten einen solidarischen Gruß nach Straßburg schicken zur Unterstützung der Kurden und Kurdinnen für eine Selbstbestimmung und für ein Ende der Unterdrückung in der Türkei. Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden in der Türkei und in Syrien. Es bleibt dabei. Die Frage steht, Frieden oder NATO? Das ist die große Frage. Frieden!